Erstmal Frage an den Kommunikationswissenschaftler. Kommunikativ geht ja hier in Dresden zurzeit einiges schief. Ja, aber ich glaube, es wendet sich etwas zum Besseren. Ich glaube, dass diese Aktion der Landeszentrale für politische Bildung, diese Pressekonferenz zu veranstalten, ein wichtiger Schritt ist, damit man, dass man wieder miteinander redet. Es ist ja nicht der erste. Ich glaube, dass eine Einsicht, die wir hatten in der Vergangenheit, in den vergangenen Wochen war, wir müssen miteinander reden. Und Demonstrationen gegen Demonstrationen, Demonstrationen gegen Demonstrationen ist nicht der richtige Weg, sondern wir müssen miteinander reden, nachdem wir eingesehen haben, dass hier nicht eine kleine Minderheit auf die Straße geht, sondern dass offensichtlich doch ein veritabler Teil der Dresdner Bevölkerung ein Anliegen hat. Und auf das muss man reagieren. Der Ausruf Lügenpresse, der drückt ja viel Frust auch aus und gesunkenes Vertrauen in Medien. Inwiefern ist denn das vielleicht gerechtfertigt? Ich glaube schon, dass, also zunächst einmal, wir haben keine Lügenpresse in Deutschland. Die Medien lügen nicht. Sie kriegen manchmal eine Sache nicht richtig gebacken, wie man so schön sagt. Sie sind auch manchmal aufgrund ihrer eigenen, aufgrund der ideologischen, weltanschaulichen Basis der Journalisten einseitig. Ich glaube, dass das Pegida in der Tat getroffen hat am Anfang, im Dezember, Ende November, Anfang Dezember, als das losging, dass Pegida mit einem Zerrbild dargestellt worden ist. Man hatte als normaler Bürger kaum eine Möglichkeit, dass man erfahren konnte, was eigentlich die Ziele von Pegida sind. Das hat sich inzwischen gewandelt, nachdem auch die Presse gesehen hat, das ist ein dauerhaftes Phänomen und es ist nicht damit getan, hier ein paar Hooligans oder Rechtsextreme zu zeigen. Umgekehrt hat Pegida aber, glaube ich, auch erkannt, dass sie die Presse brauchen, dass sie die Medien brauchen. Denn wenn sie ein Anliegen haben, müssen sie es transportieren. Und ich glaube, dass man heute vermutlich den Begriff Lügenpresse nicht mehr wählen würde. Ob denen bewusst war, wo der herkommt am Anfang, das kann man ja auch in Zweifel ziehen. Ja, ich glaube, Pegida hat ja ein bisschen dazu beigetragen, dass man nicht so wortkritisch umgegangen ist mit den Begriffen. Auch das scheint man jetzt einzusehen. Islam, Islamismus, islamischer Staat, das sind ja alles verschiedene Dinge. Und ich glaube, dass auch die Presse da zum Teil noch ein bisschen Nachholbedarf hat, das dann im Detail darzustellen. Aber ich glaube, das Allerwichtigste an der ganzen Aktion, der ganzen Entwicklung der letzten Wochen ist, dass wir ein politisches Thema haben, über das man reden muss und auch über das man reden kann. Am Anfang konnten wir nicht miteinander reden. Jetzt offensichtlich scheint irgendwie eine Brücke überschritten zu sein im positiven Sinne. Und es ist ein Thema da, das legitim ist, bei dem aus verschiedenen politischen Ecken jetzt die Meinungsäußerungen kommen. Da muss man sehen, wie sich das entwickelt und wofür sich unser politisches System entscheidet. Inwiefern über- oder unterschätzen wir denn vielleicht gerade auch die Bedrohung, in Anführungsstrichen, die von Pegida ausgeht, durch diese intensive Berichterstattung, die da ja auch gerade mit einhergeht? Sie müssen nochmal nachfragen. Sie meinen die Bedrohung für wen? Für die Gesellschaft. Ja. Also natürlich ist es eine Folge der Pegida-Demonstrationen, aber noch sehr viel mehr der Berichterstattung über Pegida, dieses Abstempeln als eine rechtsradikale, islamfeindliche Organisation, was Pegida nicht ist, jedenfalls nicht so simpel ist eine Folge davon, dass das Bedrohungspotenzial bei uns gewachsen ist. Das heißt, dass also jetzt Pegida im Spot der Islamisten offensichtlich ist und damit für die gesamte Gesellschaft in Dresden eine Bedrohung da ist. Das ist natürlich in gewisser Weise auch wiederum eine Rechtfertigung für die Motive, warum ist Pegida auf die Straße gegangen ist, aber es ist eine objektive Folge, die man hinnehmen muss, aber die man sicherlich nicht Pegida anlasten kann im Sinne, dass sie schuld sind daran. Denn das würde bedeuten, dass alles, was man auf die Tagesordnung bringt, was irgendwelche negativen Folgen haben kann, gar nicht erst diskutiert werden kann. Dann schafft man zu viele Tabus in der Gesellschaft und das wollen wir in einer offenen Gesellschaft nicht. Ich glaube, dass wir zwischen der Presse, den Medienvertretern und Pegida ein bisschen mehr Verständnis haben, als wir das vorher hatten. Ich glaube nicht, dass die Journalisten nun sagen, ich bin auch Pegida und die Pegida-Leute nun die Presse über alles lieben, aber es ist mehr Verständnis da. Und das alleine war es, glaube ich, wert, diese Veranstaltung zu machen, die ja ein hohes Risiko ist für die Landeszentrale für politische Bildung, insbesondere für ihren Direktor, Herrn Richter, dass er sich vielleicht hier zu weit hinauslehnt, dass man ihn vielleicht zu sehr in Pegida-Nähe rückt. Aber ich glaube, das ist genau das, was zu kurz gekommen ist in den vergangenen Wochen, dass man miteinander redet und mal hört, was sind eigentlich eure Anliegen, warum haben wir ein falsches Bild von euch, und zwar beiderseits.